Grosser Finaltag heute zu Winterthur. Special Olympics, die weltgrösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung, hat heute zum Basketballfinal eingeladen. 30 Mannschaften in verschiedensten Stärkekategorien kämpfen heute in der Sporthalle Rennweg zu Winterthur um den Meistertitel. Miriam Ramseier. Sport machen und sich mit anderen an Wettkämpfen messen. Das ist für viele Menschen mit Beeinträchtigung nicht ganz einfach. Gerade der Unterschied der Handicaps macht den Vergleich der sportlichen Leistung schwierig. Im Rahmen der Organisation Special Olympics sind heute zum ersten Mal zu Winterthur geistig Beeinträchtigte aus der ganzen Schweiz im Basketballfinal gegeneinander antreten. Für die Teilnehmer ist das ein grosser Tag. Die erste Finalspiel in Winterthur. Und wo uns eben auch in die Winterthur haben wir mega Freude daran, das Finale zu spielen in die Winterthur. Ich freue mich sehr. Ja, ich hoffe, dass wir den ersten Match auch gewinnen und so. Und ja, ein bisschen Nervosität steigt schon vor dem Match. Also. Das Beste ist, dass wir es kochen. Und dann habe ich von den Freunden bekommen. Und jetzt haben wir das Finale spielen und ich hoffe, mit dabei ist auch die Winterthurer Mannschaft Winterbulls. Nach 4x5 Minuten haben sie das erste Spiel trotz Nervosität mit 6:20 können für sich entscheiden und haben somit ins Finale geschafft. Nicht allen geht es aber ums Gewinnen. Einfach miteinander spielen. Ja, einfach den Pass. Und genau das ist auch das Ziel des neuen Vereins Special Games Winterthur. Für den Vereinspräsident ist die Gründung des Sportvereins für Menschen mit Beeinträchtigung zu Winterthur auf der Hand gelegen. Meine Motivation, ich habe fast 20 Jahre Rollstuhlbasketball gemacht, bin jetzt 10 Jahre auch bei den geistig beeinträchtigten Menschen, die ich mitmache. Das ist ein innerer Trieb, der mir sagt, es braucht Leute, die das unterstützen und so. Und ich finde es eine schöne Sache, wenn man sich hier engagieren kann für diesen Sport. Und spätestens bei diesen glücklichen Gesichtern oder Siegerehrung zahlt sich das Engagement aus.